Hallihallo Leute, hier ist der Gusua mit einem Tipp, Glitch, wie auch immer. Und zwar geht es ja darum, ihr habt ja jetzt momentan die Möglichkeit für einen Gem zu boosten. Die Minen und Sammler und natürlich auch die Bohrer. Und jetzt seht ihr die normale Zeit, 22 Stunden noch was. Und dann seht ihr aber wiederum hier, oh, krass, ja, wie geht das? Also, Lichtler hat es mir erklärt gehabt und jetzt nochmal ein Abonnent hat auch nochmal gesagt, guck mal, zeig mal, dass so und so klappt das ja. Und zwar habt ihr ihr braucht einen freien Bauarbeiter und ihr braucht natürlich auch ein bisschen was an Kohle und Elixier. Und ihr sagt zum Beispiel jetzt, ich möchte diese verbessern. Geht natürlich nur, wenn ihr noch nicht komplett ausgemaxte Minen und Sammler habt. Klar, sonst geht's nicht. Und die Sammler und Minen müssen natürlich dann auch über Level 5 sein, ist das, glaube ich, weil sonst könnt ihr den Boost nicht machen. Ich sage, ich möchte das verbessern und klicke das Upgrade aber gleich wieder weg. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, die dann wieder zu boosten. Ich mache das mit den anderen auch noch durch und dann kann ich die gleich wieder boosten. Zack, zack. Abbrechen. Zack, zack. Abbrechen. Dann ist natürlich erstmal der Boost weg, klar. Also das sollte man nicht am Anfang machen. Von dem Boost, sondern wirklich am Ende. Bloß wie gesagt, ich wollte es euch halt zeigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel gewartet hätte, bis ich nur noch eine Minute oder sowas für einen Boost habe, dann hätte das nicht wirklich viel gebracht, weil ihr den Trick dann nicht mehr hättet anwenden können. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ihr wollt ja auch was davon haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn das der Fall ist, einfach mal einen Daumen nach oben. Das wäre eine richtig coole Nummer. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.